Von München fahre ich nach Mecklenburg-Vorpommern. Hier will ich die 32-jährige Dana überraschen, die ebenfalls ihren kubanischen Vater sucht. Ihr Mann Danny hat mir einen lieben Brief geschrieben und mich um Hilfe gebeten. Also, Dana macht hier in Linstow Urlaub mit ihrer Familie. Das weiß ich von ihrem Mann Danny, der mir auch den Brief geschrieben hat und den ich hier gleich treffen werde. Da sitzt mein Geheimtreffen, oder? Hi, bist du Danny? Hallo, ich bin Julia. Oh, du bist aufgeregt. Deine Frau weiß aber jetzt gar nichts. Dana weiß nichts. Sehr gut. Du hast mir geschrieben, dass sie ihren Vater sehr vermisst. Ja. Das ist also ganz wichtig für sie? Ja, sehr wichtig. Wo ist sie jetzt? Im Ferienhaus. Mit eurem Kind? Genau. Okay. Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach gemeinsam hin. Ja. Und überrumpeln sie. Das machen. Sollen wir es machen? Genau. Alles klar. Wir sind ein Team. Los geht's. Ich glaube, Danny ist auch ganz schön nervös. Er hat seine Frau vor einer Stunde im Ferienhaus allein gelassen, ohne ein Wort zu sagen. Wahrscheinlich ist Dana gerade stinksauer auf ihn. Da ist er. Hier gleich? Da sitzt er davor. Hier auf der linken Seite? Das ist er, ja. Alles klar. Mein Mann. Hallo. Hi. Ich bin Julia. Ja. Oh Gott. Hallo. Hallo. Jetzt bin ich ganz überrascht. Hallo. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, was ich sagen will. Ich glaube, du musst das Gegenteil von sauer auf deinen Mann sein. Das ist dann mein Verbündeter gewesen. Du bist auch nicht mehr sauer auf ihn. Nee. Dein Mann hat mir schon ein bisschen erzählt. Schön. Ja? Ja. Ach Mensch, alles gut. Oh, weiß ich gar nicht, was ich sagen will. Wir haben ein ruhiges Plätzchen vorbereitet. Dein Mann kümmert sich um Rosi. Okay. Und später sind wir wieder alle zusammen. Ja. Freue mich. Überraschung geglückt? Sehr ja. Gut. Danke. Bis später. In einem benachbarten Ferienhaus setzen wir uns zusammen. Dana, ich weiß ja, durch deinen Mann, dass es jemanden gibt, den du sehr, sehr vermisst in deinem Leben. Kannst du mir sagen, wer das ist? Ja, das ist mein Vater, den ich schon seit 33 Jahren vermisse. Was weißt du denn über deinen Papa? Eigentlich nicht wirklich viel. Nur, dass er in Deutschland gearbeitet hat, mit meiner Mutter verheiratet war. Er kommt aus Kuba. Er kommt aus Kuba. Auch Ricardo gehört zu den kubanischen Gastarbeitern, die bis in die 80er Jahre in die ehemalige DDR kommen. Hier verliebt er sich in Danas Mutter Petra und heiratet sie. Mit Danas Geburt 1983 wird das Glück des jungen Paares perfekt. Doch als Ricardos Aufenthaltsgenehmigung nach 4 Jahren abläuft, muss auch er zurück in seine Heimat. Und ich bin mit meiner Mutti hinterher gereist. Wir haben auch in Kuba gelebt. Ungefähr 1 bis 1,5 Jahre. Was auch nicht so einfach war, hat Mutti immer erzählt. Sie musste auch viel mit der deutschen Botschaft in Kuba sich besprechen. Und das führte dann zum Ende der Beziehung. Dann ist sie gegangen. Sie ist dann wieder nach Deutschland zurückgegangen. Mit ihrer Rückkehr nach Deutschland bricht auch der Kontakt zu Ricardo ab. Dana wächst wohlbehütet bei ihrer Mutter auf, die erneut heiratet. Jahre später erhält sie plötzlich einen Brief von ihrem leiblichen Vater aus Kuba. Doch erstmal zögert sie zu antworten. Ungefähr mit 21 habe ich dann zurückgeschrieben. Wie viele Jahre lagen dazwischen? Zwischen dem, wo du die Briefe bekommen hast und wo du dich entschlossen hast, dahin zu schreiben? Na, 10, 12 Jahre bestimmt schon. Und hast du dann Antwort bekommen? Ich habe keine Antwort bekommen, nein. Hast du das später bereut, dass du nicht früher geschafft hast, dann ja. Zu antworten? Ich bereue es bis heute, dass ich. Naja, dass ich nicht weiter darüber nachgedacht habe, ihm zu schreiben. Eigentlich jetzt, wo ich selbst Mutter bin, weiß ich erst mal, wie wichtig es ist, eine leibliche Familie zu haben. Ja? Ja. Ich hoffe, dass er jeden Tag an mich denkt und mich auch kennenlernen möchte. Ich freue mich eigentlich, dass ich vielleicht die Chance bekomme durch dich, dass ich vielleicht meinen Vater kennenlerne und dass ich diese Lücke so meiner Seele schließt.
Ja. Dana, ich muss dir was sagen. In deinem Fall hatte ich von deinem Vater eine alte Adresse in Havanna. Alles durch deinen Mann. Und deswegen habe ich schon nach deinem Vater gesucht. Und ich habe eine Kollegin aus meinem Team, die Spanisch spricht, nach Kuba geschickt, um zu dieser Adresse zu fahren. Und das schauen wir jetzt an, ja? Ach Gott. Rund 10 Flugstunden von Deutschland entfernt liegt die karibische Trauminsel Kuba. Havanna, Hauptstadt des sozialistischen Landes. Für kurze Zeit lebte auch Dana hier mit ihren Eltern, bis Mutter Petra sie 1985 mit zurück nach Deutschland nahm. Meine Kollegin Marité macht sich auf den Weg zu der Adresse, die Ricardo bei seinen letzten Briefen als Absender angegeben hatte. Alle Briefe, die Dana hierher schickte, kamen jedoch ungeöffnet zurück. Muy bien, gracias, señor. Sehr gut, danke sehr. Auf Wiedersehen. Marité sucht die Hausnummer 618 in der Straße Delicias. Hier soll Danas Vater vor 25 Jahren in Apartment Nummer 5 gewohnt haben. Da ist die 2. Dann nehme ich doch mal an, ist das die 5. Guten Tag. Guten Tag. Entschuldigen Sie die Störung. Ja, bitte. Ich bin auf der Suche nach diesem Mann namens Ricardo Gomez Castillo. Er soll hier gewohnt haben. Kennen Sie ihn zufällig? Nein, den kenne ich nicht. Wissen Sie, wer vorher hier gewohnt hat? Nein, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Gibt es vielleicht jemanden, der ihn kennen könnte? Fragen Sie mal in der Nachbarschaft. Vielleicht erinnert sich jemand an ihn. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Gerne, auf Wiedersehen. Marité befolgt den Rat der hilfsbereiten Frau. Doch auch in der Nachbarschaft und in den anliegenden Geschäften scheint sich niemand an Danas Vater Ricardo erinnern zu können. Heute ist er 57 Jahre alt. Nein, den kenne ich nicht. Er hat vor vielen Jahren in dieser Straße gelebt. Noch nie gesehen. Keine Ahnung? Nein. Wen Marité auch fragt, niemand kennt Ricardo. Aber sie bekommt einen Hinweis, wer helfen könnte. Er hat in den 80er Jahren in der DDR gelebt. In den 80ern, sagen Sie? Ja, genau. Aha. Er hat dort eine Tochter, die ihn seit vielen Jahren vermisst. Ich habe da einen Freund, der heißt Raúl. Der war damals auch in der DDR. Vielleicht kann der Ihnen helfen. In der DDR? Ja, genau. Okay. Wie könnte ich ihn erreichen? Ich habe seine Telefonnummer, die könnte ich Ihnen geben. Dann können Sie Kontakt zu ihm aufnehmen. Das wäre großartig. Okay. Vielen, vielen Dank. Schauen Sie mal, das ist die Nummer von Raúl. Dann werde ich ihn mal anrufen. Viel Erfolg. Vielen Dank. Und Ihr Name war? Marilyn. Marilyn, vielen herzlichen Dank. Gern geschehen. Auf Wiedersehen. Kann der Freund der Anwohnerin tatsächlich weiterhelfen? Marité verabredet sich mit ihm in einem kleinen Stadtpark. Mit etwas Glück war der Mann namens Raúl zur gleichen Zeit wie Ricardo in der DDR und kannte ihn. Entschuldigen Sie, sind Sie Raúl? Ja, der bin ich. Guten Tag. Hallo, ich bin Marité. Schön, Sie kennenzulernen. Gleichfalls. Danke, dass Sie Zeit für mich haben. Sehr gerne. Wie kann ich Ihnen helfen? Marilyn hat mir Ihre Telefonnummer gegeben. Vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Worum geht es? Ich bin auf der Suche nach einem Ricardo Gomez Castillo. Ich habe hier ein altes Foto von ihm. Kennen Sie ihn? Nein, tut mir leid. Darf ich Ihnen erklären, worum es geht? Haben Sie kurz Zeit für mich? Aber natürlich, gerne. Sollen wir uns setzen? Ja, setzen wir uns. Marité erfährt, dass Raúl ebenso wie Danas Vater in Stendal untergebracht war, wenn auch nicht zur selben Zeit. Doch er weiß, wen man nach Ricardo fragen könnte. Wissen Sie was? Ich erinnere mich, dass es damals in der DDR einen sehr netten Herrn gab. Er war unser Betreuer. Ein Betreuer? Er war für unsere kubanische Gruppe zuständig. Wir waren damals ungefähr 70 Mann. Der Mann hieß Dietmar Schulz. Dietmar Schulz. Dietmar Schulz. Dietmar Schulz.
Das war ein sehr netter und hilfsbereiter Mann. Vielleicht kennt Dietmar den Ricardo. Super, Raúl, vielen herzlichen Dank. Gern geschehen. Sie haben mir sehr geholfen. Das habe ich doch gern gemacht. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Es war schön, Sie kennenzulernen. Gracias, hasta luego. Marité hat mich dann angerufen, hat mir von diesem Dietmar Schulz erzählt, diesem Betreuer der Gastarbeiter damals. Und dass der in Stendal gelebt haben soll. Das war dann relativ leicht, den ausfindig zu machen. Ich habe den angerufen und bin zu ihm gefahren. Das war der nächste Schritt. Guck mal. Herr Schulz und ich haben am Telefon nur kurz gesprochen. Denn als er sagte, dass er noch viele alte Dokumente und Fotos aus der Zeit mit den kubanischen Gastarbeitern hat, bin ich so neugierig geworden, dass ich über alles Weitere gerne persönlich mit ihm sprechen wollte. Hallo Herr Schulz, Julia Leischig, wir hatten telefoniert. Hallo. Darf ich reinkommen? Ja, bitte. Dankeschön. Danke. Herr Schulz, ich bin hier, das habe ich Ihnen ja schon am Telefon gesagt, weil ich einen Mann suche, der in der ehemaligen DDR ausgebildet wurde und gearbeitet hat, der aus Kuba stammt. Der Name ist Ricardo Gomez Castillo und ich habe hier ein altes Foto. Kennen Sie diesen Mann? Natürlich. Sie kennen Ricardo? Ja, ganz genau. Wie kommt das? Na, der war 1980 bis 84 hier als Qualifizierender. Ja, und da hat er seinen Facharbeiter gemacht und dann ist er wieder abgezischt. Ihr habt mir am Telefon gesagt, dass es, ich sehe es ja auch hier, noch viele alte Unterlagen gibt. Können wir da mal gucken, ob wir was über ihn noch finden? Aber gern. Ja? Ich habe hier so eine ganze Mappe und da sind hier Hochzeit Ricardo. Nein, Ricardo Gomez Castillo, die Eheschließung. Ich fasse es nicht. Da hat er mich extra engagiert. Ich bin ja Hobbyfotograf. Oh Gott. Sie haben nicht zufällig die aktuelle Adresse. Ich frag mal. Nee, war nur. Die habe ich nicht. Wobei, Ricardo hatte sich vor 10 Jahren etwa an mich gewandt. Ricardo hat Ihnen geschrieben? Ja, der hatte seine Tochter gesucht. Okay, das ist wirklich wichtig für mich. Er hat nach Dana gesucht. Ja. Wann war das? 2006, 10 Jahre her. Das wusste ich nicht, was er nach mir gesucht hat. Ihr habt euch gegenseitig gesucht. Haben Sie da drüber noch irgendwas? Naja, irgendwas muss ich da noch haben. Hier steht's. Da, das gibt's doch nicht. 27. Darf ich das lesen? Ja, klar. Hallo Dietmar, leider, dass du nicht verstanden hast, der ist gegangen. Ich habe letzte Adressen, vielleicht wohnt dort noch. Wie haben Sie denn auf diese E-Mail dann reagiert? Haben Sie da irgendwas unternehmen können? Ja, ich habe hingeschrieben und, und gesagt, dass Ihr Vater Sie sucht. Aber es kam nicht zurück. Aber das würde ja bedeuten, dann habe ich ja seine E-Mail-Adresse hier. Ja, aber da kam ja nichts zurück. Ich habe schon mehrere Male versucht, ihn zu erreichen. Ach, bei seiner kam dann auch nichts mehr zurück? Nee, da kam auch nicht zurück. Offenbar hat Ricardo diese E-Mail-Adresse irgendwann deaktiviert. Und dabei war ich so glücklich, eine heiße Spur zu haben. Gibt es denn noch vielleicht andere Freunde oder so, die mir da weiterhelfen könnten, ihn zu finden? Ich kann mich daran erinnern, das war eine Dolmetscherin. Eine Dolmetscherin? Mireia. Herr Schulz erklärt mir, dass eine kubanische Dolmetscherin die Gastarbeiter in Stendal unterstützte. Er glaubt, dass die auch nach der Zeit in der DDR noch mit Ricardo in Kontakt stand, denn sie erwähnte ihn in einer E-Mail aus dem Jahr 2006. Und die lebt in Havanna? Die lebt in Havanna und ist scheinbar bei dieser Firma beschäftigt. AAD Trading GmbH. Das heißt, diese Spur ist zwar auch 10 Jahre alt, aber ich habe jetzt hier endlich jemanden gefunden, der auch in Havanna ist und nachgewiesenermaßen Kontakt mit Ricardo, also mit Danas Vater, hat. Ich werde sofort Kontakt mit Marité in Havanna aufnehmen. Und die muss irgendwas rauskriegen über diese Übersetzerin Mireia Perez. Wahnsinn. Herr Schulz, das war ein Volltreffer bei Ihnen. Habe ich gern gemacht. Vielen herzlichen Dank. Oh Gott.
genau so ging es dann weiter. Ich habe dann wieder Kontakt mit Marité aufgenommen und sie natürlich sofort in diese Firma geschickt, in der Hoffnung, dort die Dolmetscherin zu finden. Geht's? Ja. Wir gucken. Marité findet das Unternehmen, in dem die Dolmetscherin arbeiten soll, im Norden Havannas. Guten Tag. Guten Tag. Entschuldigen Sie, sind Sie Mireia Perez? Nein, bin ich nicht, aber sie arbeitet hier. Sie arbeitet hier? Ja. Dürfte ich Sie sprechen? Kommen Sie rein, ich sag ihr eben Bescheid. Vielen Dank. Gracias. Muy amable. Hola. Guten Tag, sind Sie Mireia? Ja, die bin ich. Hallo, mein Name ist Marité. Schön, Sie kennenzulernen. Gleichfalls. Marité erklärt Mireia, warum sie hier ist und dass es um die Zeit in der ehemaligen DDR geht. Mireia ist gerne bereit zu helfen und sie spricht noch fließend Deutsch. Es geht um diesen Mann auf diesem Foto. Dieser Mann Moment heißt... Mal, ich muss mir meine Brille aufsetzen, ja. Klar. Er hat Mitte der 80er in Stendal gearbeitet. Ricardo Gomez. Ricardo Gomez, klar. Kenn ich ihn. Sie kennen diesen Mann? Klar, kenne ich ihn. Nein. Ja, natürlich. Ricardo ist eine von unseren Kollegen dort gewesen, in Stendal. Okay. Wie kann ich ihn am besten erreichen? Jetzt müsste er auf Arbeit sein. Er ist in Suchel Camacho, das ist in Berroa, Richtung Havana del Este. Alles klar, dann mache ich mich jetzt direkt auf den Weg. Mireia, tausend Dank, Sie haben mir unheimlich nicht weitergeholfen. Nicht zu danken. So. Vielen, vielen Dank. Nicht zu danken. Viel Erfolg. Die Firma, in der Ricardo arbeitet, ist ein großer Kosmetikhersteller. Nach kurzer Fahrt erreicht Marité das Betriebsgelände. Disculpe, Señora. Entschuldigen Sie, ich bin auf der Suche nach einem Ricardo Gomez Castillo. Können Sie mir sagen, ob er hier arbeitet? Ja, das tut er. Wäre es möglich, ihn zu sprechen? Einen Augenblick bitte. Hallo? Wäre es machbar, dass Ricardo mal eben zum Empfang kommt? Alles klar, danke. Er kommt gleich hierher. Soll ich da vorne auf ihn warten? Ja, bitte. Vielen Dank. Gern geschehen. Hola, señor. Guten Tag. Hallo. Mein Name ist Marité. Guten Tag. Sind Sie Ricardo Gomez Castillo? Ja, der bin ich. Und waren Sie mit einer deutschen Frau namens Petra Elze verheiratet? Ja, das war ich. Ich habe sehr gute Nachrichten für Sie. Es geht um eine persönliche Angelegenheit. Kann ich Ihnen irgendwo in Ruhe erklären, worum es geht? Wir können zurück zum Empfang gehen oder nach da vorne. Dann lassen Sie uns da lang gehen. Gut. Ricardo. Dein Papa. Wahnsinn. Gut? Ja. Oh. Ich bin so sprachlos. Ich bin jetzt so geschockt. Das verstehe ich. Dein Vater hat dann gehört, um was es geht. Mhm. Und ich habe auch Kontakt mit ihm aufgenommen. Und ich habe ihn nach Deutschland eingeladen. Und dazu möchte ich dir jetzt gerne was zeigen. Okay? Okay. Hallo Ricardo. Ja, wie geht es dir? Gut. Herzlich willkommen in Deutschland. Ja, sprichst du noch gut Deutsch? Ja, ein bisschen noch. Sehr gut. Ja. Dann komm bitte mit. Ja, komm mit. Ricardo, wie war das für dich, als du erfahren hast, dass deine Tochter nach dir sucht? Es macht mich unglaublich glücklich, dass sie mich gesucht hat. Auch ich habe sie all die Jahre gesucht. So viele Jahre sind vergangen, seitdem ich sie suche und einfach nicht finden kann. Ich habe alles versucht. Über das Internet. Über das Rote Kreuz. Aber ich konnte sie einfach nirgendwo finden. Ricardo, in deiner Zeit, in der damaligen DDR, bist du Petra begegnet, Danas Mama.
Ich war gerade 2 Jahre in Deutschland, als ich Danas Mutter Petra kennengelernt habe. Wir haben sehr schnell geheiratet und dann kam Dana zur Welt. Das war das größte Geschenk in meinem Leben. Als ich zurück nach Kuba musste, konnten Dana und Petra zum Glück mitkommen. Doch Petra hat sich in Kuba nicht wohlgefühlt und wir bekamen sehr große Probleme in unserer Ehe. Eines Tages hat sie beschlossen, mit Dana in die DDR zurückzukehren. Schweren Herzens habe ich Dana gehen lassen, weil sie in Kuba keine Zukunft gehabt hätte. Ich dachte mir, es sei das Beste für sie, wenn sie zurück in die DDR geht. Aber mir ist es wirklich nicht leicht gefallen, sie gehen zu lassen. Hast du irgendwann noch damit gerechnet, dass du dein Kind noch mal wieder siehst? Ich habe immer gehofft, dass dieser Tag kommen würde. Aber es war oft sehr schwer für mich, weil es einfach nicht geschah. Kannst du mir auch ein bisschen darüber erzählen, wie dein Leben jetzt aussieht? Ich lebe in Havanna zusammen mit meiner Frau Odalis. Sie ist eine wunderbare Frau. Ich habe noch eine weitere Tochter, Danas jüngere Schwester Dalis. Sie ist 27 Jahre alt. Wir führen ein beschauliches und ruhiges Leben. Hast du noch Bilder in deinem Kopf von damals, als sie ein Baby war? Ich habe 2 Fotos von ihr, die auf meiner Kommode stehen. Ich schaue sie mir täglich an. Sie ist immer in meinem Herzen. Ricardo, dann habe ich jetzt ein Foto von deiner Tochter, wie sie heute aussieht. Ach, geliebt. Ach, wunderschön. Sie ähnelt mir wirklich sehr. So viele Jahre habe ich dich gesucht. So viele Jahre. Unvorstellbar, wie 2 politische Systeme unser Leben zerstören konnten. Dana, ich bin dein Vater. Gott sei Dank, dass ich dich wiedersehe. Und ich habe diesen Moment immer gewartet. Ich liebe dich sehr, sehr. Dana, du hast dir ja immer gewünscht, dass dein Papa einfach so vor der Tür steht, ne? Ja. Der wartet auf dich. Und da gehen wir jetzt hin, wenn du magst. Ja? Ja. Komm her. Oh Gott. Jahrelang hat Ricardo verzweifelt versucht, seine Tochter in Deutschland zu finden. Auch Dana hatte immer Sehnsucht nach ihrem Vater auf Kuba. Nie konnten beide zusammenfinden. Bis jetzt. Dana, deine jahrelange Suche hat heute ein Ende. Dein Papa wartet auf dich. Kannst du ihm gehen? Komm. Hallo. Hallo.
mein Opa. Ich heiße Rosi. So. Oh. Ich kann nichts mehr sagen. Oh. So, ich bin total verheult. Ich kann gehen. Alles Gute für euch. Alles Gute. Vielen Dank für alles. Ricardo bleibt 2 Wochen in Deutschland. Er hat nicht nur seine Tochter Dana endlich wieder, sondern auch eine zauberhafte Enkelin und einen liebenswerten Schwiegersohn dazu gewonnen. Und Dana plant, ihren Vater so schnell wie möglich auf Kuba zu besuchen.